Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, wir wollen jetzt heute mal die Monsterfalle fertig kriegen. Und wir brauchen aber noch etwas Besonderes, und zwar einen Autospawner. Sollte schaffbar sein. Und jetzt würde ich hoffen, dass wir Magma geblieben haben. Eine verdammt. Haben wir eigentlich Netherwarzen? Drei, Gott sei Dank. Boah, die pflanze ich erstmal an, damit wir was mehr haben. Komm, die kriegen sogar hier schön Platz an der Sonne. Ich war gerade am Suchen, wo die Axt ist. Die ist auch bestimmt hier, jawohl. Boah, bin ich froh, dass ich da noch Netherwarzen habe. Die wachsen jetzt aber schön hoch, das könnte man glauben. Na gut, zum Glück haben wir noch eine Blaze Sword. Die schicken wir mal kurz durch den Pulverizer. Damit wir wenigstens sowas effizient haben. Nehmen wir so einen Gelatine-Slime. Ist ja beides das gleiche zum Glück. Noch zwei Plastik, geht eigentlich. Die brauchen wir. Das packe ich mal zurück. Die Plastik, die haben wir. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nur noch zwei Wetter, und das war's dann auch schon. Hatte ich irgendwie schwerer in Erinnerung. Könnte vielleicht einfach darin liegen, dass wir schon die Ressourcen haben. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was daran liegt. So, jetzt warte mal. Zack, Autospawner. Nehme ich die mal mit. Die. Gucken wir in den Expressway. Au. Alle Knochen gebrochen. So, ich wollte den Autospawner hier hin haben. Hier den Pneumatiken. Servo rein. Da muss ich jetzt eigentlich auch gar nicht mit geizen, davon haben wir ja noch genug. So, die Energie muss dann noch dahin. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal, habe ich die Sword dabei? Ja, super. Bin ich vorbereitet oder bin ich vorbereitet? Und ihr seht schon, die Kommentare kommen, wo dann steht, nein, bist du nicht. Nein. Und das Traurige ist, all diese Kommentare, die haben alle recht. Säge weggeworfen. Ne, so viel habt ihr mal vorbereitet. Gut, crafte ich die neue Rüstungssalz zurück. Warte mal ein paar Stormbreaks Cover. Um das Ganze hier nochmal ein bisschen schöner zu machen. So. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich das auf dem Boden mache, aber okay. Sicher ist sicher. Und hier könnte ich eigentlich auch einfach nur... So, dann haben wir hier ein Schaufenster. Das geht nicht auf, ist ja super. Hab ja wieder gleich wundervoll eins über. Du stehst jetzt mal nach oben. So, und jetzt müssten wir... Ah, oh, jetzt können wir sogar hier aufräumen. Aber mache ich später.
Jetzt bräuchte ich ein paar Conveyor Belts. Haben wir davon sogar noch welche über? 4. Verdammt. Dann muss ich dann mal Bäume fällen. Es wird doch gerade. Ich frage jetzt gar nicht. In der Robert Farm müssen wir jetzt eigentlich auch noch welche aufbauen. Wie viel haben wir? 6, das sollte eigentlich reichen, wenn ich das Holz auch noch nehme. Das kann man ja eigentlich einfach so machen. Holz kommt dahin. Board of Glue. Board of Glue. Dann mache ich mal hier also generell schon was Vorbereitung. Ja, das ist voll, verdammt. Ja, ich bin vorbereitet. Ich muss mir das einfach nur mal so ab und zu mal einreden, damit ich das auch wirklich glaube. Schauen wir einfach mal, ob das schon reicht. Nehmen wir mal wieder den Expressway. Mach auf jeden Fall gleich mal mein Inventar größtenteils was leer. Und jetzt fangen sie alle an bei mir rumzuspammen, das darf es doch nicht wahr sein. Mach auf jeden Fall nochmal einen Tank. Oder haben wir noch einen? Hier ist keiner, oder habe ich die hier reingetan? Hier haben wir schon mal 2, das ist sehr schön. Mache ich aber nochmal 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zählen kann ich ja doch noch. Aber auch nur so gerade, ne? Mache ich schon mal 2, hat er gesagt, und redet dann vom, dass er noch zählen kann. Ist das unglaublich, wie ich mich immer wieder selbst verarsche. Und das Schöne ist, ich finde es sogar immer noch selber lustig. Das ist immer noch das Schönste, finde ich, wenn man über sich selbst lachen kann. Okay. Was ich nämlich noch vorhab, ich wollte dann schauen. Dass die Flüssigkeit, die übrig bleibt, hier in einem Tank gespeichert wird. So, dann mache ich mir hier einen Weg rüber. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch was Mob-Essenz in Reserve. Ja, das lassen wir das erstmal so. Ist zwar nicht schön, wird aber auch schon gemacht. Dann beide Stadt hier schon mal so weit aus. Wir müssen echt gucken, dass alles spawnsicher ist. Also, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Also, dass hier nichts in den Zwischengängen spawnen kann. Dann mache ich das so. Doof. Boah, das ist so eine Horrorarbeit. Nur einmal alle.
Komm, das muss irgendwie nur funktionieren. Solange die da drüben ankommen, ist alles scheißegal. So, und jetzt mache ich mein Inventar mal extra leer. Das mache ich, nee, nicht hier in der Truhe. Oh, hier kommt das auch schon gut an, okay. Komm, dann trümpel ich mal gerade mein Inventar hier was. Weil ich sehe schon, komm, wir werden bei dieser Tat jetzt drauf gehen. Das Glas nehme ich aber mit. So. Warte mal, ich bin ja auch. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd, das ist unglaublich. Das muss doch noch weiter gemacht werden. Sonst kommen die ja gar nicht richtig an. Drei können wir noch machen. Ja, da kriegen wir halt das Wabe von Industrialcraft raus, aber kannst du auch nichts machen. Aber das geht ja genauso gut. Kann man eigentlich mit Porto. Du? Nö, das ist ein Slimeball. So, zum Glück ist jetzt Wabba unifiziert. So, und Leute, ich bin ehrlich, ich habe ja gerade bei dieser Tat, was ich jetzt machen werde, so ein bisschen Schiss in der Hose. Boah, scheiße, die Conveyor Belts. Die sind so kacken nützlich. Ich muss hier nur rüber und ich hab's geschafft. Ich hätte mir doch noch eine Spitzhacke mitnehmen sollen. Ich glaube, ich habe aber irgendwo noch eine Eisenpickaxe und die werde ich dafür nehmen. Ich werde auf jeden Fall nicht die Bedrock oder so weiter nehmen. Ich wollte die Spawner ja an der Wand einlassen. Creeper, Skelett, Cave, Zombie, Spider. Okay, das wird lustig. Also Leute, heute wird es einen weiteren Tod auf meinem Kanal geben. Scheiße. Also eins sage ich euch, wenn ich das überlebe, dann gibt es auf jeden Fall mehr Folgen. Ich versuche so wenig zu reden wie möglich. Jetzt kommt das Gefährliche. Den und hallo, 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 hallo. Alter, ich hab das überlebt. Ich hab das arschkalt. Ich hab das überlebt. Ey, dafür opfere ich jetzt 7 gerne die Truhe. Ey, ich fass das nicht, dass ich das überlebt habe. Ich dachte, ich würde instant drauf gehen. Alter Finne. Ey, die Monsterfalle läuft. Aber zu wenig Energie.
Verdammt. Müssen wir voll. Aua. Wie sieht das hier aus? Wo ist denn so gut an? Und wir bekommen neue Blazewords. Yay! Oh mein Gott, oh, da werde ich auf jeden Fall irgendwie noch einen zweiten Spawner anschießen müssen. Alter, wie viele Cave Spiders! Ja, da muss noch ein zweiter Grinder ran, das sehe ich schon kommen. Gut, der Mob ist jetzt aber schon hier an. Boah, leck mich fett. Ich habe ganz ehrlich gedacht, ich würde dabei drauf gehen. Boah, heilige Mutter Maria. So, ich brauche jetzt aber noch eine Stromleitung. Verdammt. Ey, aber jetzt mal im Ernst, Leute. Wir hatten auch alles gedacht, dass ich drauf gehe. Ich bin aber bestimmt nicht der Einzige. Oh. Es schneit wieder. Okay. Was mache ich jetzt eigentlich? Für einen Schwachsinn. Gut. Machen wir nochmal den. Noch ein paar Hardened Energy Conduits. Und dann nehmen wir uns hier das Safari-Netz mit dem Enderman. Und lassen wir mal jetzt hier die Energie mal dazu stoßen. Und dann sollte der auch Enderman. Oh cool, eine Skelett-Trophäe. Ja, das hat man schon gehört. Die Skelett-Trophäe stelle ich mir irgendwo hier hin. Die stelle ich mir erstmal hier hin. Na? Mach ich eigentlich. Aua, ja, die tun weh. Okay, ich habe gemerkt, die machen Schaden. Pfeile sind böse. Doch wieder dazu gelernt. So, jetzt aber erstmal schön wieder meine Quip reinholen. Wieder die Potatoes. Ich sehe aber schon kommen, ich muss da auch hier noch einen zweiten. Oder vielleicht sogar einen dritten Grinder mit anschießen. Anders kriegt er das nicht verarbeitet. Und ich muss hier doch noch die harten Energy Conduits legen. Dass es so wenig was ankommt. Und wir bekommen jetzt auch hier über Enderperlen. Das freut mich auch. Alter, schon 6 Blazewords. Alter, 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 Alter. Ja, der versucht das jetzt halt so bestmöglich abzufrühstücken. Okay. Ich würde sagen, machen wir mal die Folge jetzt schon mal was für Schluss. Ich mache das dann aus Fall mal
packe ich dann nochmal den zweiten und dritten Grinder hin. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Freut euch schon mal auf die mehr Folgen. Ach, muss immer gerade gehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.